Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Blue Dragon. Im letzten Part haben wir ein paar Mondleser ziemlich auseinandergefetzt. Das war schon ein bisschen nervenstrapazierend, aber wir haben es überlebt. Und zwar relativ gut. Und ich denke, wir werden jetzt Nini begegnen, schlussendlich. Vierte Etage hört sich schon relativ weit im Inneren der Basis an. Das gesehen? Was? Es gibt einen Anführer, der sie alle steuert. Wir müssen ihn ausschalten. Ja, aber welcher ist der Anführer? Ganz genau, welcher ist der Anführer? Der sah irgendwie außerhalb dieses Gebäudes größer aus. Das muss man ganz klar so sagen. Aber es kommt mir einfach so vor. Wow, er macht Schaden. Oder ich hab nichts geheilt. Ja, da merkt man schon wieder, man sollte nicht heilige Schlüsse ziehen. Das könnte man sonst bereuen. Schnell Feuer geschickt. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Danke. Ich brauch Tio. Ganz einfach, ich brauch Tio. Roter Bereich. Perfekt. Das habe ich gemobbt. Nein, du setzt jetzt keine schwarze Magie ein. Es gibt hier zwei. Ich hoffe, das wird ausreichen. Ja, das ist schon ein relativ großer Roboter, der wahrscheinlich extrem viel aushält. Ideal. Alle wieder voll. Und der Kopf ist weg. Das darf es wohl nicht wahr sein. Das sind ja Unmengen. Einer von ihnen muss der Anführer sein. Ist jedoch egal, haut einfach allen auf die Rübe. Einer ist auf jeden Fall jetzt drauf. Einer wird auf jeden Fall drauf gehen. Ja, mit 1000 Schaden. Ich wette, es ist in der Mitte, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre epic gewesen, das wäre gewesen. Alle Kontern, okay. Nicht schlecht. Allesamt besiegt. Und das war's. Dazu kann ich nichts mehr sagen. Das war ja lächerlich. Dazu kann ich nichts mehr sagen. Das war ein Witz. Das war wirklich ein Witz. Das könnt ihr mir nicht anders sagen, Leute. Das war wirklich ein Witz von Zwischenboss. Stufe 38 für Tio und Manomaru und Stufe 29 Barrieremagie für Klug. Perfekt. Wahrlich ein Witz, Leute. Wahrlich, Maschinenzimmer. Wie sieht's denn hier genau aus?
Oh ja, da fliegt auch ein Roboter rum. Hallo. Ja, mehrere Roboter. Aber eher in Einzelteilen als vollständig. Sieht schon sehr interessant aus in diesem Gebäude. In diesem Komplex. Wie auch immer, wir werden in diese Strahlung eintreten und in die nächste Etage fahren. Anscheinend war es doch die letzte. Hätte man sich aber gut denken können. So, noch 13 Minuten haben wir. Nicht mehr wirklich viel Zeit. Und wir werden uns auf jeden Fall erstmal heilen. Perfekt. Und natürlich abspeichern, ganz wichtig. Langsam kommentiere ich auch mal wieder ein bisschen besser. Die ersten drei Parts haben mir überhaupt nicht... Obwohl, die ersten zwei Parts haben mir überhaupt nicht gefallen. Der dritte ging eigentlich jetzt einigermaßen. Aber ansonsten war das einfach nur eine katastrophale Leistung von mir. Standardverteidiger. So einen hatten wir auch in der Stadt Barroy. Oder gesagt, ein paar davon. Nein, ich möchte nicht meditieren. Danke. Das sind halt wirklich nur Standardverteidiger. Nicht mehr und nicht weniger. Eindeutig. Bereit machen. Weniger Verteidiger und das war's für mich. Ja, perfekt natürlich. Stufe 38 Solar. Und wir finden Level 5 Heilung. Zauberbuch. Heilung 3. Stellt einen großen Teil der TP wieder her. Ja. Das ist... Das kann man wirklich gebrauchen. Wirklich gebrauchen. Halt alle Statusleiden. Ah, weiße Magie ist wirklich eine herrliche Sache. Och, ja. Vollstreckungsroboter. Okay, dann machen wir es eben so. Spiegelschild. Oh, Schild. Oh, also, ich hab's nicht gelesen. Kann ich überhaupt dadurch angreifen, ist die Frage. Ja, angreifen kann ich sie definitiv noch. Konterangriff, bitte. Bitte. Ja. Ich mache relativ wenig Schaden gegen diese Gegner. Ich hoffe einfach mal, dass... Okay, dafür haben sie nicht wirklich viele Trefferpunkte. Das gleicht natürlich die Sache wieder aus. Die Frage ist nur, kann ich sie mit Magie... Nein, kann ich nicht. In Ordnung. Das heißt, keine... Fürchten. Nein, bitte nicht. Bleib hier. Danke. Kräftepfeiltauscher halten. Konterangriff bitte. Danke dir, meine Maru. Noch eine Reihe von diesen Gegnern. Wieso nur? Ich denke aber, jetzt wird das relativ einfach sein. Sie haben kein Schild. Und in der Tat. Perfekt. Nochmal?
Ach stimmt, das waren ja drei. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Von lauter Down. Aber das müsste es auch gewesen sein. Ja, ein paar Erfahrungspunkte können nie schaden. 12 SP, 1500 Erfahrungspunkte. Ja, ist in Ordnung. Muss ich dich ebenfalls noch angreifen. Ich habe irgendwie wenig Lust darauf. Level 5, Reflektierung 2. Man merkt schon, man sollte auf jeden Fall diese Truhen hier öffnen. Komme ich eventuell an den vorbei? Ja. Und... ja, okay, dich bekämpfe ich. Weil du eine neue Gegnerart bist. Nur deswegen. Das war vieles gut. Und ich hätte jemanden... ja, ich hätte jetzt einen Roboter anfangen sollen. Aber macht ja nicht wirklich aus. Die Gegner könnten schon teilweise etwas mehr bieten. Ah, Stufe 41, Swordmaster. Level 5, Lähmung. Ich glaube, das erklärt sich von selbst, was dieser Spruch macht. Und ich muss wieder gegen die Gegner hier antreten. Diese Verstrecken des Roboters ist zum Teil wirklich äußerst nervtötend. Spiegelschicht. Das heißt, es wird sich jetzt wieder die Länge ziehen. Schade, dass Xola keinen Konterangriff starten kann. Das würde mir so einiges leichter machen. Unglaubliche neuen Schaden. Da mag die Angriffe sowieso nicht funktionieren, ja, immer schon draufhalten. Ein Konter, bitte. Wäre auch zu viel verlangt gewesen, nicht wahr? Immerhin ist die erste Reihe nun. Die zwei danach müssten eigentlich relativ schnell besiegt sein. Immerhin haben die jetzt kein Schild mehr. Schnellerer Angriff? Ja, verteidige mal. Lass Glück das erledigen. Und das war's. Tausendfünfhundert Erfahrungspunkte. Ja, immerhin, dafür lohnt sich die Sache eigentlich. Und da hinten ist auch schon wieder die Tür. Gegen dich tritt ich jetzt wiederum nicht an, weil du einfach wirklich viel, viel zu schwach bist. Level 5, Level 5, höheres TP Maximum. Mal sehen, ob ich das jemals benutzen werde. Ich zweifle daran. Gut, bevor ich wieder den gleichen Fehler mache.
Perfekt. Der ganz oben, glaube ich. Ist Nene da? Wahrscheinlich. Nenes Festung. Bedienstetenraum, glaube ich, hieß das. Bedienstetenraum. Yasato! Ihr seid also hier. Nichts zu machen. Wir müssen euch besiegen. Du bist jetzt auf seiner Seite? Los. Das geht nicht. Wir können sie nicht bekämpfen. Hör auf, Yasato. Es tut mir leid. Mein Meister war sehr wütend darüber, dass ich euch bei der Flucht geholfen habe. Er hat mein System modifiziert, damit das nicht wieder passiert. Wenn ihr klug retten wollt, müsst ihr mich zerstören. Das können wir nicht. Wir sind deine Freunde. Bitte, zerstört mich! Hey, sieh das an! Ist das ein Wächter? Yasato. Gut, Yasato wird mir als letztes angreifen. Ich mag Yasato. Ein sehr sympathischer kleiner Roboter. Aus diesem Grund. Ihr haltet schon einiges aus, die Roboter hier. Wow! In Ordnung, wenn das so ist. Erde. Yasato wird auch diesen starken Mist halten können, denke ich mal. Ja, eindeutig. Das ist die Frage, ob er es doch die Erde aushalten wird. Da hätte ich dir drüber überlegen sollen. Yasato, was zum Glück macht er da? Sieht aus, als stellt er sich dem Wächter in den Weg. Angriff plus. Das ist Nenes Symbol drauf. Da ist Nenes Symbol. Puh. Boah, heute bin ich echt nicht frisch im Kopf. Jetzt können wir. Greifen wir den Wächter an. Aufseher. Das hat nicht gereicht. Es funktioniert. Wir können den Wächter angreifen, ohne andere zu treffen. Okay, Yasato, soll den Wächter aufhalten und wir hauen ihn dann zu Klump. Gut, dann eben. Nein, nicht Yasato, das wäre ein bisschen schlecht. Das war's. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Ja, alles in Ordnung. Entschuldigt. Schon okay. Macht ja nichts. Gut so, Yasato. Ihr solltet hier raus. Ja, bitte, beeilt euch. Warte. Chabo, verschwinde! Ich
Überlasst ihn mir! Maru, kommt mit! Pass auf Shu und die anderen auf! Aber immer! Sola! Nene vor Bombenexplosion erreicht. Willkommen, liebe Gäste. Willkommen! Wie eine Raupe zum Schmetterling wird, so habt auch ihr viele Proben überstanden. Proben? Du nennst das eine Probe? Unser Kampf um Leben und Tod ist nur ein Witz für dich. Du verdammter Kerl! Was soll... Linken Stick zurückziehen und die Taste schnell drücken. Okay. In Ordnung, da werde ich es einfach mal machen. Versuchen. Hier ab. Und jetzt den A-Knopf. Nochmal den A-Knopf. Vorher gesagt, ja, Taste. Nochmal die A-Taste. In Ordnung. Ah, Abwechslung kommt rein. Die X-Taste mal wieder. Es funktioniert. Etwas mehr. Zieht stärker. Manschetten sollen nicht explodieren. Er wollte uns von Anfang an fangen. Ihr wart alle hervorragend. Eure Ausdauer, euer Mut sind ideale Kelche zum Nähren meiner Seele. Meine Seele zu nähren! Was? Ich bin ein altes Wesen. Die gnadenlosen Leiden des Alters zerfressen meinen Körper. Versteht ihr? Meine Angst, während andere die Stärke der Jugend genießen, erdulde ich allein den Verfall eines ewigen Alters. Womit habe ich dieses Schicksal verdient? Warum soll kein anderer diese Angst kennen? Das ist unverzeihlich. Unverzeihlich! Geht's dir besser? Ja. Es geht mir besser, Todtreu. Mein einziger Freund. Du kennst meine uralten Geheimnisse. Hättest du nicht überlebt, wäre ich vor Einsamkeit verrückt geworden. Zeit, mir neue Kraft zu geben. Meine Gefäße!
Ich wusste, dass du ein beachtlicher Kelch bist. Du hast selbst nach dem Ende deiner Rolle noch etwas Kraft. Ich hab jede Menge. Mehr als genug. Und ich gebe niemals auf. Ah, du dreckiger Wurm. Jetzt mache ich dich platt. X, 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 X. Und Leute, wir haben unsere Zauberkraft sozusagen verloren. Und ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Zertret mich nicht. Angriff. Ja, ist klar. Um mich zertreten zu wollen, X, X drücken. Komm weg da. Das darf wohl nicht wahr sein. Komm, lass mich in Ruhe. Verteidigen. Ja. Und nun? Wie auch immer, Leute, ich mache hier einen Cut. Der Part geht schon beinahe 30 Minuten lang. Das heißt, wir werden im nächsten Part hier fortsetzen. Ist zwar ein dummer Cut jetzt, sozusagen, ein unglaublich dummer Cut, aber man kann sich ändern. Wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute!